So somebody, excuse me, somebody had to do it. I am the chosen one. Somebody had to do it. Hört doch mal auf, euch zu wehren. Wir wollen doch nur Freiheit und Demokratie zu euch bringen. Cola, McDonald's. Oh, ist das die Flagge? Ja, ich höre die Musik. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Salutiert der Flagge, Freunde. Was macht ihr da? Hört auf zu kämpfen. Hier läuft unsere Nationalhymne. Zeigt mal ein bisschen Patriotismus. Stellt euch dazu. Was macht ihr? Die denken sich auch nur, der dumme Assi, Alter. Lässt uns hier alles alleine machen. Good morning, Vietnam. Shut up, bitch. Oh Gott, was ist denn das schon wieder da rechts? Oh, das sieht ja aus wie ein Rhinoceros. Wunder dich auf mich! Das ist ja ein richtig krasser Brocken. Warum geht der nur auf mich? Hier sind noch zwei andere. Geh mal auf die. Kann man den Geschütz benutzen? Kostet eure eigene Medizin, Freunde. Kommen die noch über den Hügel? Der ist auch gerade da gelandet, das Landungsschiff mit den Robotern. Eigentlich müssen die doch hier den Weg kommen, oder nicht? Der Arme. Ich gucke hier, Hans guckt in die Luft mäßig durch die Gegend. Und er rennt um sein Leben. Wie die bei der Evakuierung hart übertreiben müssen. Seid doch froh, dass wir von eurem Planeten weg wollen. Lasst uns doch einfach gehen. Oh, was hat er jetzt hier abgeworfen? Oha, Min. Ja gut, viel Spaß hier hochzukommen, Freunde. Das gucke ich mir gemütlich an. Was? Aha, mehr von euch. Was? Oh Gott, so weit bin ich ja noch nie weggefetzt. Au, ich glaube nicht, dass das eine Spielzeugfabrik ist, oder? Aber ich glaube nicht, dass dieses Kaliber ausreicht, um die ganze Fabrik zu zerstören. Ne, sieht nicht so aus. Wir holen mal die schweren Geschosse ran hier. Das ist der heftigste Angriff, den ich habe. Guckt euch das Feuerwerk bitte jetzt an. Nichts wird hier mehr stehen. Kein Stein auf den anderen. Ein großes Viech muss hier hausen. Ich schmeiß erstmal alles rein. Der heißt Säure-Titan. Oh. Ist das was da hinten? Das sieht irgendwie lebend aus. Oh ja. Oh ja, doch, doch, doch. Das muss er sein. Oh mein Gott. Der ist ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. That's what she said. Der heißt nicht umsonst Titan. Jesus Christ. Guckt euch das Vieh an. Oh Gott, wie sollen wir den jetzt hier zu dritt fällen? Hat der überhaupt eine Schwachstelle? Ich werfe erstmal alles rein. Und dann gucken wir mal, wie wir hier kommen. Cool, ich schieße auf seine Panzerung. Was ist das? Der hat das ganze Geschütz hier... Oh, wow. Wow. Wenn hier nicht noch irgendwie 15.000 andere Käfer rumkrabbeln würden, das große Krabbeln hier. Guckt euch das Ding an. Keine Chance. Game smart, not hard. Deswegen bin ich hier oben gespawnt, auf dem Hügel. Mich lässt hier alles und jeden in Ruhe. Ich meine, die anderen müssen um ihr Leben laufen. Aber das ist mir doch egal. Tja, mit meiner Uzi ist natürlich nicht so geil auf die Distanz. Aber ich sag mal, ein HP-Schaden ist besser als kein HP-Schaden. So, was können wir hier bestellen? Nachschub hier hoch vielleicht? Auch nicht. Ja, cool. Denn kann ich euch gleich leider nicht mehr helfen von hier oben. Ich habe nur noch ein Magazin. Guck mal, wie der C2 um sein Leben läuft da unten. Von 20 Käfern und dem Riesen. Ich hier oben meine Eier. Der ist ja härter drauf als ein Sargnagel. Also so langsam könnte er auch mal umfallen, finde ich. Wir hauen da jeden Präzisionsflug und jeden Orbital-Sperrfeuerschlag, den wir haben, rein. Und der Junge steht trotzdem noch. Ich habe schon nicht mal mehr Munition jetzt. Ich kann schon nicht mehr von hier oben feuern. Ich warte kurz, bis mein Orbitalschlag wieder einsatzbereit ist. Und dann hoffen wir, dass wir ihm endlich mal den Gnadenschuss geben können. Weil ich glaube, bluten tut er da oben schon. Kaum noch 2 Sekunden. So. Mein mächtigster Angriff. Freu dich drauf, Kollege. So. Wenn du jetzt nicht umfällst, weiß ich auch nicht. Dann kann ich nichts mehr machen. Dann kann ich direkt wieder nach Hause fliegen. Dann habe ich nichts, was gegen dich hilft. Jawohl! Woo!
Sag mal, warum verfolgen mich immer die Dicken? Hier gibt's doch andere Spieler auf dem Planeten. Warum immer ich? Was willst du von mir? Guck mal, ich versuche jetzt ihn mit der mit dem Nachschub zu killen. Da musst du genau da stehen bleiben. Mit Sperrfeuer jetzt. Komm schon, Amazon.